nicht. Ja, wir haben jetzt im ersten Halbjahr schon wieder mehr als ich in meinem schlechtesten, in dem schlechteren der beiden Jahre. Das muss man nur mal sagen. Und das hängt mit einer ganz einfachen Sache zusammen. Da braucht es jetzt keinen Zaun und da braucht es keine Mauer, sondern da braucht es das klare Signal, ihr seid hier als Völkerwanderer nicht willkommen. Wir sind für euch nicht zuständig. Und diese zentrale Botschaft muss umgesetzt werden in einer ganzen Reihe von Deattraktivierungsmaßnahmen. Das ist ganz einfach. Und die wichtigste Maßnahme zur Deattraktivierung ist, dass es keinen Zugang zum Sozialsystem gibt. Das ist ganz einfach. Sagen ja alle immer, wir wollen keine Zuwanderung ins Sozialsystem, also muss ich für den Zuwanderer, ist gleich Völkerwanderer, vulgo Asylant, den Zugang zur Sozialleistung der Mindestsicherung kappen. Dass wir dort in dem Regierungsprogramm vereinbart hatten, eine Reform des BVT. Und Sie müssen nichts reformieren, was gut funktioniert. Ja, das wird hoffentlich auch dem Herrn Karner klar sein. Das heißt also, dass die Voraussetzung für das Hineinschreiben einer Reform des Verfassungsschutzes sein Nicht-Funktionieren gewesen ist. Und dieses Nicht-Funktionieren hat eine Partei in diesem Land zu verantworten. Das ist die ÖVP, die seit gefühlten 100 Jahren das Innenministerium als ihre Domäne beansprucht und dort jede einzelne inhaltliche, strategische und organisatorische Entscheidung getroffen hat. Dieser jetzt vereitelte Terroranschlag ist ja nur sozusagen der Höhepunkt einer ganzen Kaskade, einer ganzen Serie von Kriminalität und Gewalttaten, der eines gemeinsam ist, nämlich dass Menschen, die nach Österreich gekommen sind, jetzt oder schon vor einiger Zeit, meistens aus dem Bereich des sogenannten Asylwesens, hier federführend mit daran beteiligt sind. Das beginnt bei Belästigungen, das geht weiter zu Vergewaltigungen, dann kommen die Massenvergewaltigungen, auch ein solches neues Phänomen, dann kommen Schlägereien, dann kommen Massenschlägereien, dann kommen Bandenkriege, die im Übrigen nicht harmlose Kämpfe von Jugendlichen sind, weil man sie halt abreagieren will, sondern da steckt die organisierte Drogenkriminalität dahinter, das sind Territorialkämpfe und so weiter und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, wir haben es mit dem Phänomen der importierten Kriminalität zu tun. Und warum sage ich das? Das ist deshalb so wichtig, weil wir Ursachenforschung betreiben müssen. Alle schauen jetzt nur, was muss man tun und hin und her, aber niemand ist bereit, an die Ursache zu gehen. Und die Ursache ist diese ungezügelte Völkerwanderung unter dem Missbrauch des Asyls. Das ist es, weil das ist die Schiene, wo diese ganzen Leute, die hier sozusagen eine islamistische Bedrohung für unsere Gesellschaft bilden, dann auch herkommen. Das ist das eine. Und da können Sie der Freiheitlichen Partei überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil wir die Einzigen waren, die immer davor gewarnt haben. Man hat uns attackiert, anstatt die Islamisten. Die hat man nämlich ins Land gelassen. Damit wir möglichst früh dort ansetzen können, braucht es eigentlich nur eine Maßnahme und die will die ÖVP interessanterweise auch nicht. Das ist ein Verbotsgesetz für den politischen Islam. Weil dann muss er nicht warten, bis die Leute irgendeine Bombe bauen oder sonst was, sondern dann machen wir es analog zum NS-Verbotsgesetz. Wenn jemand diese Ideologie schönredet, wenn sich irgendjemand in ihrem Sinn betätigt, wenn jemand die Propaganda von denen verbreitet, dann habe ich auf Basis eines Verbotsgesetzes gegen den politischen Islam sofort die Möglichkeit zuzugreifen und den Gefährder. Alles das will die ÖVP interessanterweise nicht. Die wollen nur die Spionagemöglichkeit im Telefon oder am Laptop von jedem von uns. Ja? Und das ist interessant, weil wir wissen, wer der Feind ist. Wir wissen das. Ja? Wir wissen, es ist die islamistische Terrorgefahr, die es zu bekämpfen gilt. Aber sie wollen kein Verbotsgesetz gegen den islamistischen Terror, sondern sie wollen eine breite Überwachungsmöglichkeit, die für sie gilt, die für mich gilt, die für jeden gilt. Weil wenn dieses System implementiert ist, dann komme ich in jedes Telefon und dann komme ich in jeden Laptop hinein. Wir haben damals erlebt, dass eine Regierung im Grunde genommen bereit gewesen ist, dieses Land von einem Normalzustand, von einem demokratischen Normalzustand in einen totalitären Ausnahmezustand zu führen. Und diese Regierung, die das gemacht hat, hat Menschen, die für diese Grund- und Freiheitsrechte gekämpft haben, die die Demokratie hochgehalten haben, die die Meinungsfreiheit hochgehalten haben, kriminalisiert. Und sie hat das dadurch gemacht, dass man diese Leute als Extremisten, als Rechtsextremisten, als Staatsgefährder, als Leute, die andere sozusagen potenziell töten wollen und weil sie sich ja quasi an der Volksgesundheit vergreifen, als Aufwiegler und so weiter, kriminalisiert. Ja?
Das heißt, man hat hier ganz bewusst Vokabeln auch gewählt, wo man eine große Bedrohungslage für die Demokratie und für die allgemeine Sicherheit quasi inszeniert hat. Was anderes war es ja nicht. Ja? Und man ist sogar so weit gegangen, damit man das untermauern kann, hat man dann noch Dinge erfunden. Sie werden sich erinnern, den Sturm auf das Versicherungsgebäude, den es nie gegeben hat, und den Sturm aufs Parlament, den es nie gegeben hat. Ja, das heißt, ein Angriff wurde hier erfunden auf das Herzstück der Demokratie. Von einem Plan, Moment einmal, gesprochen. Einfach, um diese Leute zu kriminalisieren. Und jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich eines, nach den Erfahrungen, die ich und die ganze Österreich mit diesen Leuten gemacht hat, wozu die in der Lage sind, wenn es darum geht, hier Gegner madig zu machen, bin ich sehr, sehr skeptisch, diesen Leuten dieses Überwachungsinstrument in die Hand zu geben, weil es dort nämlich nicht vor Missbrauch sicher ist. Und Sie müssen sich fragen, wer soll das dann kontrollieren? Das sind wieder dieselben. Das sind dann wieder die Nehammers, die Edtstadlers, die Schallenbergs, diejenigen, die jeden, der ihnen nicht ins Konzept passt, dann als Staatsgefährder, als Extremist, als Demokratiefeind oder sonst was punzieren. Und dann haben sie auch noch das Instrument an der Hand, diese Leute entsprechend zu verfolgen. Also, das ist höchst gefährlich. Der Herr Nehammer hat im Übrigen eine große Antiterroroperation gegen den Islam, Luxor hat es geheißen, im Jahr 2020 als Innenminister spektakulär mit Bildern in Szene gesetzt, hat sich alles in Luft aufgelöst. Der Großteil der dort genehmigten Hausdurchsuchungen, alle von Richtern, sind alle aufgehoben worden. Also das ist mir zu wenig an Schutz für die Grund- und Freiheitsrechte. Und dann müssten eigentlich Sie als Journalist jemand sein und alle Journalisten dieses Landes, die da auf unserer Seite sind. Festung Österreich ist nichts anderes als die Überschrift für eine generelle Trendumkehr in der gesamten Asylpolitik. Und das ist das, was es braucht. Asyl ist in der Zwischenzeit durch eine völlig falsche Politik auf europäischer Ebene und auch durch die Systemparteien in Österreich als Begriff entwertet worden. Und das, womit wir es wirklich zu tun haben, ist eben eine Völkerwanderung. Und die müssen wir stoppen. Und deswegen ist der zentrale Punkt dieser Festung Österreich die Konzeption, keinen Asylantrag in Österreich mehr anzunehmen, außer es kommt jemand aus einem unmittelbaren Nachbarland. Aber nachdem wir nur von sicheren Ländern umgeben sind, wo niemand verfolgt wird, ist das de facto auszuschließen. Wenn jemand als Asylant hier in Österreich ist, dann hat er Schutz auf Zeit. Deswegen würde ich auch die entsprechenden Asylgenehmigungen automatisch nach einer bestimmten Frist auslaufen lassen. Was fehlt Ihnen davor? Ja, 3 Jahre. Maximal 5 Jahre. Das heißt maximal 3 Jahre ja, und dann, in ja, Österreich. Weil und dann wird abgeschoben. Man muss ja immer die Frage stellen, ist dann der Fluchtgrund überhaupt noch? Ist der Fluchtgrund aber nach 3 Jahren würden Sie automatisch abschieben? Dann würde das auslaufen und dann ist abzuschieben, dann hat er das Land zu verlassen, dann hat er seinen Aufenthaltstitel verloren. Und es gibt auch, wenn jemand dann länger hier sitzt, weil es diesen Fluchtgrund gibt, trotzdem keine Möglichkeit, hier Staatsbürger zu werden. Und jeden hereinlassen, der sagt, bei dir gefällt es mir besser als bei mir zu Hause, bitte, ich wohne jetzt ab sofort bei dir. Und niemand wird dann sagen, jetzt bitte bedien dich, das sind die Kleiderschränke, alles offen, da ist die Speisekammer, bitte bedien dich und das Taschengeld zahlen wir dir auch noch dazu und wenn du nur lange genug bleibst, dann wirst du dann irgendwann einmal Familienmitglied und wenn du dich an irgendeinem anderen Familienmitglied vergreifst, dann werden wir dich natürlich nicht abschieben, weil dort, wo wir dich hinschieben würden, da könntest du ja vielleicht schlecht behandelt werden. Kein Mensch würde das bei sich so machen, aber der Staat macht es genau so. Wenn ich mir die Länder anschaue, woher die Asylanten in Österreich zur überwiegenden Zahl kommen, dann bin ich ja bei Syrien, dann bin ich bei Afghanistan, dann bin ich bei nordafrikanischen Staaten und dorthin kann man selbstverständlich abschieben. Wir müssen die Mindestsicherung für Völkerwanderer und für Drittstaatsangehörige kappen. Das ist der Punkt. Das gibt es nicht. Die Mindestsicherung ist nach unseren Vorstellungen ein besonderes soziales Privileg für österreichische Staatsbürger. Und jetzt soll man niemand sagen, dass das nicht geht. Das Wahlrecht ist auch ein besonderes Privileg für Staatsbürger. Der Bundespräsident hätte dann die politische Verantwortung dafür zu tragen, dass er die Verfassung bricht. Und ich glaube, das weiß er selber auch, dass er nicht gut beraten ist, so vorzugehen. Das wäre eine Ungleichbehandlung. Das wäre eine Diskriminierung der freiheitlichen Wähler gegenüber den Wählern der anderen Parteien. Und ich glaube, dass der Bundespräsident klug genug ist, so etwas nicht zu machen. Ich weiß nicht, ich glaube, die ÖVP schließt schon ganz viele aus und in verschiedenen Konstellationen und auch die SPÖ insbesondere Sie schließt viele aus. Ich habe da ein
ein gewisses Déjà-vu. Aber ich finde es spannend, dass sowohl die SPÖ als auch die ÖVP ein Duell mit mir haben wollen. Ja, und ein Duell hat immer einen Sieger und einen Verlierer. Aber den Ausgang des Duells, den akzeptieren sie nur dann, wenn sie gewinnen und nicht, wenn ich gewinne. Nicht? Wenn ich gewinne, bin dann nicht jeder Sieger, sondern dann wollen die zwei Verlierer gemeinsam der Sieger sein. Ist ja alles nur mehr verrückt.